Ich habe richtig Glück, mit ganz, ganz tollen Künstlern zu arbeiten, und das hilft mir in meinem kreativen Prozess, und das ist auch der Fall hier in Osnabrück. Mein Name ist Mascha Kohler, ich bin Choreografin, zurzeit noch Ballettdirektorin von Rijeka Ballet Company in Kroatien. Hier in Osnabrück arbeite ich mit diesem wunderbaren Tänzer von Osnabrück Dance Company am nächsten Tanzabend, Magia, und mein Teil heißt Nonice. Das zentrale Thema sind Großmütter und ältere Frauen, die man noch immer an der kroatischen Küste finden kann, und ein Einblick in den Alltag, der manchmal schwierig ist, aber manchmal auch richtig lustig. Inspirationquelle ist Thema, die ich genannt habe, aber auch Tänzer, die mir helfen im kreativen Prozess. Und Bewegung und Angehensartenweise ist so eine Versammlung von ganzen Erfahrungen und Erinnerungen und Spüren, die ich in meinem Tanzleben gesammelt habe. Auf jeden Fall mit Tänzer bauen wir in mein Stück Nonice eine sentimentale Atmosphäre, die gleichzeitig auch positiv und ermutigend ist. Die Tänzer verwandeln sich ins ältere Frauenfiguren. Die werden dann von der Frische des Lebens, von Vielfalt des Lebens und von Schönheit des Lebens bewältigt. Ich habe richtig Glück. Ich arbeite mit der Komponistin Tena Novak, die von Scratch die Musik komponiert hat. Auch mit Maja Marjančić, die mir hilft als Dramaturgin und als choreografische Assistenz. Und wunderbare Anna Getzan-Savic, die als Kostümbildnerin, also ein kroatisches Team. Die Proben laufen sehr gut. Ich finde, Tänzer sind nicht nur talentiert, aber auch richtig kreativ. Und die haben wirklich starke Persönlichkeiten, und das hilft mir, richtige choreografische Entscheidungen zu treffen.